So, da sind wir wieder. Und hier gibt's ja noch mehr Eingänge. Ah, hat sich einen Direktlink zum Kaufhaus gebaut, der Hund. So. Hä? Nur Gott. Ja, super, Diamantrüstung. Ja, Kaufhaus lässt grüßen. So, dann gehen wir mal zu Sony Black und gucken mal an, wo wir nicht langlaufen sollen. Ich bin böse. Ich weiß, ich bin verdammt böse. Ach, hat auch schon ein bisschen Gras gepflanzt hier. Ich finde, die Gegend ist toll. Richtig saftiges Grün hier, das ist klasse. So, jetzt warten wir mal, bis alles hier zu Ende geladen ist. Was haben wir hier? Ein kleines Häuschen. Kann man das Wasser beobachten, was hier vorbeifließt. Eieiei. Die Ladezeiten waren mal überall schon mal besser hier. Aber ich sag mal, wir haben jetzt 4 Uhr, langsam kommen die ganzen Leute aus ihren Löchern und sind auf dem Kartex. Und da leidet die Bandbreite und dadurch auch die Ladegeschwindigkeit ein bisschen drunter. Da vorne, das ist jetzt sein... Wie hat er das nochmal genannt? Sein Wall? Nee, sein Staudamm. Was haben wir hier? In der Holzfällerhütte. Ist auch Holz drin, ein bisschen. Wow. Wow, haha, gefällt mir. Iru noch nicht im Let's Show zeigen, was... Ah, soll ich jetzt wirklich? Komm, wir gehen einfach mal. Wir haben das Schild nicht gesehen, wir sind Analphabeten, wir können nicht lesen, wir können nicht schreiben. Wow. Das haben wir schon vom Weiten gesehen eigentlich, weil die Welt ja noch nicht geladen ist. Geladen war. Hier ist übrigens der Staudamm. Den hätte ich euch eh gezeigt. Wir wären eh hier oben hingegangen, weil ich euch den Staudamm von oben zeigen wollte. Und da hätten wir das gesehen und dann wäre ich quasi hier seitwärts entlang gehoppelt auf normalen Weg. Wir tun einfach so. Ja, wir tun so, als wäre ich jetzt hier seitwärts entlang gehoppelt, wäre hier hochgegangen und hätte gesagt, wow, was ist denn das da? Das muss ich mir angucken. Und nein, wir haben das Schild nicht gesehen, da wir den Gang nicht benutzt haben. Nee, das muss ich mir jetzt einfach angucken. Ich will wissen, was das ist. Das sieht genial aus. Also, da braucht er gar nicht viel weiterbauen. Das sieht jetzt schon toll aus. Wird das ein Baum? Ich wollte mir auch schon ein Baumhaus bauen, aber ganz so groß wollte ich meinen nicht machen. Hat er die Bäume hier für selbst gefällt? Oder kommen die aus dem Kaufhaus? Gute Frage. Ah, hier ist der Eingang. Ah. Nö. Sieht alles recht massiv aus. Oder hier? Nee. Schade. Kann Iros Neugier nicht befriedigt werden? Tja. Den Netze besser verstecken sollen. Also Sony, es ist nichts gegen dich, es ist einfach meine unstillbare Neugier und mein Drang dazu, alles zu zeigen. Außerdem gigantisches Lob. Ich freue mich schon. Nächste Folge gehen wir auf jeden Fall wieder hin und gucken daran, was hier, ob das fertig geworden ist. Das könnte ein Ast sein. Es wird auf jeden Fall eine gigantische Sache. Aber so langsam bei der Menge Holz, glaube ich wirklich, da war das Kaufhaus im Spiel. Aber mein Gott, dafür ist es ja da. Juhu! Ah, nicht fallen.
Und beinahe hätte ich den Eingang nicht gesehen, hätte er diesen Holzklotz nicht auf den Boden gesetzt. Das Holz gefällt mir irgendwie den Texture Pack nicht. Das sieht so gerendert aus. Naja. Mal wieder zurück zum Teleporter. Auch noch ein schöner Turm da vorne. Also Sony versteht sein Handwerk auch. Ja, vielleicht, wenn Sony das Schild nicht aufgestellt hätte, hätte ich das vielleicht auch jetzt gar nicht gesehen. Doch, das hätte ich gesehen. So, wieder zurück. So, und der letzte für heute, den wir zeigen, oder vielmehr der vorletzte, denn einen möchte ich danach noch eins... Oh, fangen wir erstmal damit an. Wir gehen mal in Twillys Tempel. Aus Obsidian gebaut. Hier ist auch eine Kiste, da ist nichts drin. Ist hier irgendwo ein Schild aufgestellt? Bitte leg deine ganzen Items in die Kiste. Nichts kaputt machen. Oder schummeln. Über Slow Sand. Ah, inzwischen kann man durch eine Tür gehen bei Slow Sand. So, jetzt warten wir mal, dass hier alles fertig geladen ist. Hübsch. Was ist das? Ein Kompass. Dass die Truhe nicht wegbrennt. Aha. Dafür bräuchten wir jetzt einen Redstone. Ich denke mal, Twilly wird die Kiste irgendwo versteckt haben. Da ist eine Fackel. Eigentlich habe ich eigentlich gedacht, dass die Redstone-Fackel hier drin liegt. Denn Twilly hat quasi die Redstone-Fackeln als typische Zelda-Schlüssel benutzt. Na egal, ich habe jetzt keine Lust, hier lang zu suchen. 7-6. Ist ja nur fürs Let's Show. Und dann geht die Tür auf. Und wir sind im zweiten großen Raum. Hier sind jetzt Kisten drin. Und eine Werkbank. Wahrscheinlich war das Twillys Arbeitsraum. Dann gehen wir mal hier hoch. Hier ist ein Loch im Boden. Und eine leere Kiste. Hier geht's hoch. Aufs Dach des Tempels. Wahrscheinlich werden da noch mehr Wege kommen. Aber ich finde das allein das mit dieser Redstone-Fackel, das ist schon eine lustige Idee. Muss Twilly auch mal fragen, wo denn die richtige Redstone-Fackel versteckt ist. Machen wir sie da auch gleich mal kaputt. Das war vielleicht keine so schlaue Idee. Da wir jetzt eh drin sind und uns das Tageslicht auch so ein bisschen wird das Tageslicht wohl schon helfen. Naja, aber nicht viel. Gehen wir mal hier runter. Füll deine Herzen auf. Lol. Ah! Ach, oh, Kacke. Ah! Ach, hier ist der Ausgang. Ah, weiter geht's wohl da hinten. Fuck. Okay, ich hau ab. Oh. Das Problem ist, die Skelette treten auch auf die Spawner da, auf den Knopf da und deshalb spawnen immer mehr. Na gut, jetzt haben wir den Tempel nicht geschafft. Die Skelette haben uns da hingerafft, aber Twilly hat ja auch gesagt, wir dürfen nichts mit reinnehmen. Sprich, auch keine Items und kein Schwert.
So. Und dann zum letzten Besuch für heute bei Pop, dem coolen. Oder Tori 97. Nee, Tori 97 oder nur Tori, keiner. Ich glaube Tori 97 war's. In der PTC glaube ich nur Tori. Aber bevor wir da jetzt hingehen, eine kurze Pause.